gesagt, aus Berlin, ich grüße euch und wünsche euch frohe Ostern. wenn ihr dieses Video seht, ist Ostersonntag. Wenn ich dieses Video aufnehme, ist Karfreitag. YouTube macht Zeitreisen möglich. Am 30.04. wird auf dem Kanal von Paul wieder ein Spendenstream für Ukraine-Hilfe stattfinden. Der erste war ja schon großartig und jetzt werden einige denken, oh, Spendenstream, da sind ein paar Typen, ich muss Geld. Ihr müsst ja nicht, aber es werden wieder Sets versteigert. Die Katrin, die auch natürlich zu Gast ist, wird dort wieder Auktion leiten und in ihrer charmanten, direkten, mit Fachwissen gespickten Art Sets versteigern, die vorher von verschiedensten Leuten zur Verfügung gestellt werden. Ich werde auch ein Set zur Verfügung stellen und ihr könnt euch aussuchen, welches. Ich stelle jetzt hier gleich zwei hin und ihr sagt dann entweder das eine oder das andere. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich werde dann ein Set praktisch Bilder davon dem Paul schicken, beziehungsweise der Katrin, und dann kann man das dort ersteigern. Ne? Es ist ja nicht so wie normalen Spenden, dass ihr dann einfach nur ein gutes Gefühl habt oder einen feucht-warmen Händedruck bekommt oder Karma-Punkte für die spätere Abrechnung gesammelt habt. Nein, ihr habt ja danach, wenn ihr dann ein Set ersteigert, auch richtig Bauspaß. Ja, ihr habt ja noch was dann. Ne? Praktisch, ihr habt was Gutes getan für die anderen. Und habt was Gutes für euch getan. Also praktisch eine Win-Win-Situation. So, wollen wir mal zu den Sets gucken? Also ich habe einmal einen Pot Space Police, den Hunter. Und den Rebel Hunter, glaube ich, heißt er. Von Spiralus, den Roboter. Beide Sets habe ich hier auch schon mal auf dem Kanal vorgestellt. Das war noch ziemlich zum Anfang meiner wilden YouTube-Laufbahn. Ich verlinke das mal hier oben. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, ob ich den Rebel Hunter hier, Space Police, oder Spiralus, den Roboter, zum Spendenstream. Ich habe hier auch irgendwo, hier unten sind sie, die Anleitung sind natürlich auch dazu. Ja, der Ammo müsste hier auch irgendwo liegen, ja. Roboteranleitung leider gelocht, aber es funktioniert trotzdem. Alle Teile da, alles original, die Figuren sind hier auch alle drin, alles Zubehör, alles da, alles schick. Einfach in die Kommentare, welchen soll ich zum Spenden freigeben. Würde ich sagen, schicke ich dann dem Paul oder Katrin ein Bild und dann kann das Ding ersteigert werden. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will nicht spenden, ich habe keinen Bock mehr, es ist mir so, oh, ich bin fertig oder ich habe kein Geld, weil ich verstehe, dieses Hobby kostet ja sehr, sehr viel Geld, dann schaut wenigstens am 30.04. rein und ich verspreche euch, ihr werdet super unterhalten. Und vielleicht auch der Soldier wieder dabei, der Soldier kauft ja alles und dann lassen wir uns mal überraschen. Also, soll die Space Police in den Spendenstream gehen? Oder den Roboter. Einfach unten reinschreiben und ja, dann würde ich sagen, wartet erstmal. Weiter will ich euch nicht belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.